Willen, wo kommst du denn her? Ich war auf dem Turm. Wie weit oben? Bis es nicht mehr ging. Magst du dich nicht zu mir setzen? Und mir erzählen, was dich so bedrückt? Ich bin schwanger. Mit Drillingen. Trage ich sie aus, werden sie so früh geboren, dass sie noch nicht mal atmen können. Natürlich kann ich auch ein Fetozid machen, als abtöten. Weil Zwillinge haben eine größere Überlebenschance und das Ganze ist ja auch nur ein Platzproblem. Kannst du mir nicht sagen, was ich machen soll? Wenn ich mich von allen trenne, warum dann nicht gleich von allen dreien? Hast du mit dem Karl nicht darüber gesprochen? Ich hatte vor 4 Jahren einen Abbruch. Danach war eigentlich nichts mehr wie vorher. Natürlich war es ein Fehler, dass ich dem Karl nichts gesagt habe, aber ich habe gedacht, ich kriege das mit dieser Hormonspritze wieder alles in den Griff. So rächen sich die kleinen Sünden schon auf Erden. In den Kategorien zu denken, habe ich mir längst abgewöhnt. Letzte Nacht, da habe ich geträumt, ich stehe auf einem zugefrorenen See. Und das Eis unter mir hat geknackt und überall waren Risse. Und die Familie stand am Ufer und alle riefen mir zu, wo ich den nächsten Schritt hin tun soll. Jeder in eine andere Richtung. Karls Stimme war am lautesten.